Ich will dich ehren, meine Seele freut und Grund. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der unser Leben erleuchte, der sei mit euch. Geschätzte Gläubige, wir feiern heute mit der Kirche den heiligen Apostel Willibrord, Bischof und Glaubensbote um das Jahr 700 nach Christus, nach den Zerstörungen der Völkerwanderungen, wo der christliche Glaube in Europa wieder zurückgedrängt war, gab es zunächst diese iroschottische Missionswelle, wo von Irland her, von Schottland her christliche Missionare wieder nach Europa kamen und dann eine zweite Welle durch die Angelsachsen. Das war Willibrord und Gefährten. Und er begann mit einer Missionsmethode, die sich dann durchsetzte. Zum einen ließ er sich den Auftrag von Rom geben, wurde als Bischof eingesetzt, zum anderen arbeitete er zusammen mit der fränkischen Staatsgewalt damals, und so konnte er bis nach Friesland hinauf den christlichen Glauben verbreiten. Das Kloster Echternach in Luxemburg war sein spirituelles Zentrum. Freuen wir uns darüber, dass durch den Einsatz dieser Missionare der christliche Glaube in Europa wieder neu entfacht wurde, der Glaube, aus dem heraus wir so viel Segen und Heil erfahren. Bitten wir jetzt Christus, dass er auch uns mehr und mehr zu solchen frohen Glaubensboten macht. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr Jesus Christus, du bist klein geworden, um uns zu retten. Herr, erbarme dich. Du erlädst Arme und Kleine an deinen Tisch. Christus, erbarme dich. Du bist die Hoffnung der ganzen Menschheit. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Gott, du Heil aller Menschen, du hast den heiligen Bischof Willibrord gesandt, vielen Völkern die frohe Botschaft zu verkünden. Höre auf seine Fürsprache und hilf, dass auch wir deine Güte in Wort und Tat bezeugen, damit deine Kirche erstarke und wachse. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, wir, die vielen, sind ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe, prophetisch zu reden, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Hat einer die Gabe des Dienens, dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre. Wer zum Trösten und Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, der gebe ohne Hintergedanken. Wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein.
Wer Barmherzigkeit übt, der tue es freudig. Eure Liebe sei ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes, strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. So spricht der Herr: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte einer der Gäste, der zusammen mit Jesus eingeladen worden war, zu ihm: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, es steht alles bereit. Aber einer nach dem anderen ließ sich entschuldigen. Der erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss jetzt gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, sie mir genauer anzusehen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und Krüppel, die Blinden und Lahmen herbei. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Dann geh auf die Landstraßen und vor die Stadt hinaus und nötige die Leute zu kommen, damit mein Haus voll wird. Das aber sage ich euch: Keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, das heutige Evangelium passt natürlich zum heiligen Willibrord, diesem
Wanderprediger, Volksmissionar, überall hingehen mit der Einladung, kommt, nehmt teil an dem Fest, das Gott euch anbietet, an dieser Hochzeit, wie sie auch beschrieben wird, an dem Fest der Liebe, das Leben aus der Liebe Gottes. Das haben wir anzubieten als Christen. Bei unserer Pfarrgemeinderatsklausuren vergangenen Wochenende, alle drei Pfarren, war auch genau diese Lesung, wo die Christen so wunderbar beschrieben werden, wie sie aus der Erfahrung von Gott her beschenkt und beliebt zu sein, geliebt zu sein, selber dann für die anderen diese Liebe weiterreichen. Das ist unsere innerste Erfahrung, das können wir den Menschen anbieten. Die Offenbarung des Schöpfergottes, der jeden Menschen, jeden bedingungslos liebt, alleine durch das Menschsein sind wir vor Gott wert, geliebt zu sein. Das gibt jedem Menschen auch unendliche Würde. Es ist nur dann eben diese traurige Wirklichkeit, dass nicht alle Menschen diese Wahrheit annehmen, dass sie woanders ihr Glück suchen. Wir hören heute, eingeladen sind alle, die, die sich aus freiem Willen dagegen entscheiden, die versäumen das Fest. Schön ist es zu hören, dass Gott keinen ausgrenzt. Wenn die zuerst Gerufenen, das war damals das Volk Israel, das sind heute wir Getauften, wenn da jemand nicht annimmt und woanders sein Glück sucht, dann weitet Gott seine Einladung aus. Die in der eigenen Stadt, heißt es, zu kurz kommen, die werden eingeladen, aber nicht nur vom eigenen Volk, nicht nur die Christen, die ganze Menschheit, die Armen werden herbeigeholt, damit sie dann an dieser Liebe teilnehmen. Wir haben etwas sehr Schönes gelernt, auch dieses Wochenende. Wenn Gott wirklich der immer Gute ist, dann ist er auch imstande, denen, die hier auf Erden Leid erfahren, verletzt werden von den anderen, nachher durch seine Zuwendung größeres Glück, größeres Heil zu bereiten. Also wir sind in guten Händen, in guten Wirklichkeiten. Leben wir daraus und seien wir die Einladenden. Und zwar auf eine Weise, dass die anderen auch hinfinden. Amen. Lasst uns mit unseren Bitten vor Gott, den Vater, treten. Für die Missionare und ihr Wirken in der weiten Welt, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Um eine rechte, segensreiche Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Um Freiheit für alle, die unter tyrannischer Herrschaft leben, Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Um Freude an katholischem Glauben und Leben auch in seinen volkstümlichen Äußerungen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Greindl für verstorbenen Nachbarn Stefan Wiesinger. Familie Wansch für verstorbenen Gatten und Vater zum Sterbetag. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Denn du hast uns deinen Sohn gesandt, der uns deine ganze Liebe offenbart. Dir danken wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Schön ist der Monde, schöner ist die Sonne, schön sind auch die Sterne an. Jesus ist feiner, Jesus ist reiner.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, nimm die Gabe an, die wir am Gedenktag des heiligen Willibrord auf deinen Altar legen. Für seine unermüdliche Arbeit in deinem Weinberg hast du ihm die Krone des Lebens verliehen. Lass auch uns in der Kraft dieses Opfers reiche Frucht bringen in unserem Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du hast uns den heiligen Bischof Willibrord zum Lehrer gegeben. Durch ihn hast du uns aus der Finsternis befreit und zu Kindern des Lichtes berufen. Was er mit dem Munde lehrte, das bezeugte er durch sein Beispiel. Sein Leben erstrahlte in lichtvollem Wandel und seine Heiligkeit offenbarte sich in Zeichen und Wundern. Darum preisen wir bei seiner Verehrung deine Gnade, die du uns in Fülle geschenkt hast durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir das Werk deiner Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna, preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Erlösungsopfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden,
seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft, so bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Willibrord, den heiligen Kindern von Fatima und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Manfred, Altbischof Ludwig und Maximilian und allen Bischöfen, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen, wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu wahren Kindern Gottes macht. So lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzig verzeihenden Liebe, die wir in deinem Sohn schauen. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes,
Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum himmlischen Festmahl geladen sind und kommen. Der Leib Christi erschenke uns das ewige Leben. Blut Christi, schenke uns das ewige Leben. Das Blut Christi. Amen. So spricht der Herr, bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Singen wir zum Dank. Schönste
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, durch den apostolischen Eifer des heiligen Willibrord hast du viele Menschen in die Gemeinschaft deiner Kirche gerufen. Hilf uns, seinem Beispiel zu folgen und aus der Kraft deines Sakramentes zu leben, damit wir Christus, unserem Meister, entgegengehen und in ihm das ewige Leben finden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke für euer Kommen und Mitfeiern dieser heiligen Messe. Teilnehmer am Festmahl durften wir sein, gehen wir hinaus als Einladende. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden.